Du kommst kenn ich schon, kenn ich schon, kenn ich schon. Ja, ja, du kannst mich auch mal. Ach ja, 300.000 Wege hier, die man laufen muss, um dann dahin zu kommen, wo man hin will. Ab durch den Schacht, hier durch, Ladebildschirm abwarten, was kein richtiger Ladebildschirm ist, aber es geht ums Prinzip. Ab durch die Tür, dann ab durch die andere Tür hier, vielleicht klappt das, ja. Da ist dieser Stiesel drin, ich komme ihm lieber nicht zu nah. Okay. Hier haben wir auch noch eine Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Ach ja, das war das. Ah. Können wir irgendwie das mit der Tür hier verriegeln oder sowas? Mit der Säule. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Hm. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Okay, was können wir denn noch mit der Säule machen? Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Können wir die jetzt benutzen? Oh. Dann haben wir es jetzt vor die Tür gestellt. Ob das klappt? Was? Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Wie mag... Schade. Ja. Na gut, die Tür ging auch zur anderen Seite auf, ne? Na gut. Okay, aber. Wir kommen hier schon noch raus. Irgendwie. Frage ist halt nur wie und wann. Und so weiter und so fort. War gerade der Kater, der an der Tür geklopft hat. Furchtbar mit dem. Also manchmal, ne? Frage ich mich auch so, was ist nur los mit dem? Was meine ich falsch mit ihm? Ich weiß auch nicht. Gut. Dann, wir müssen da auf jeden Fall rum, weil wir die Treppe runter müssen. Weil wir können nicht vom Dach runterspringen. Hey! Oh, ich verdufte lieber. Ja, ja, verdufte mal lieber. Warte, gefällt! Ja, ja, du mich auch. Ich gehe hier durch. Wo, vielleicht könnte ich auch durch das andere Ding. Obwohl, nee, dann ist, hat er uns wahrscheinlich total verloren. Was kommt? Kommt ja nicht. Ja, ja, du mich auch. Ja, 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 du mich auch. Können wir hier jetzt mit ihm hier interagieren? Mit Stiesel? Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Hm, vergiss es. Hm. Können wir vielleicht einfach so mit ihm reden oder sowas? Erstmal mit dir Harvey. Diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Okay, können wir einfach so mit ihm reden? Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du mich zu Tode langweilen? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Okay, also wir müssen, glaube ich, irgendwas machen mit dieser Säule, die wir eben vor die Tür schieben konnten. Vielleicht können wir das da noch irgendwie weiter blockieren. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und wo ist eigentlich diese komische Dachluke hin, wo Edna von innen sehen kann, oh, ca. 40 Liter im Himmel und sowas? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, benutze Säule. Können wir die noch weiter benutzen? Können die von A nach B schieben, okay. Können wir das macht jemand anderes weg. Okay, können wir jetzt irgendwas mit der Säule benutzen? Diese Säule verschafft sie. Ja, ja, das wissen wir schon. Die Säule, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Was? Die Säule blockiert die Tür. Aha. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Okay, also wer es blockiert die Tür, von innen wird es noch okay. Können wir... Diese Säule verschandelt. Nein. Du verschandelst. Psst. Können wir Harvey damit benutzen? Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Ja, auf jeden Fall.
Können wir mit der Säule reden? Wie geht es dir jetzt, Säule? Ich fühle mich von allen herumgeschubst. Na dann. Ah, was machen wir denn? Die Tür geht von innen auf. Und es blockiert aber irgendwie trotzdem die Tür. Ich weiß ja nicht. Können wir das, die Tür jetzt irgendwie benutzen? Nein, können wir nicht. Okay. Gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir ihn irgendwie bewegen, wieder wegzugehen vom Fenster und von dort aus dann irgendwas mit der Säule zu machen, irgendwie drüber zu stolpern oder ähnliches. Reden. Oder ansehen. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Wie lange willst du da? Bis ich. Es gibt nur. Aber so, dass. Wieso? Ja. Willst du den Telefonjoker nehmen? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du. Mach's gut, ich geb. Haben wir denn noch irgendwas, was wir mit ihm reden können? Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich. Aber ja, kennen wir schon? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du. Mach. Wir regen ihn ein bisschen auf, aber nichts davon. Wie lange willst du dann noch? Scheint dazu, ihn dazu bewegen, davon wegzugehen. Du. Willst du tief Luft holen oder? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du! Mach's gut! Kennen wir schon. Gut, da können wir noch die letzte Antwort hier benutzen. Ups. Hier, mit Stiesel reden. Wie lange reden. Willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich... Aber so... Vergiss es, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will's gar nicht wissen. Gut, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt da hingehen? Können wir irgendwie durchs Fenster und zu ihm mitkommen und gemeinsam über die Säule stolpern oder sowas? Ich weiß ja nicht. Können wir ihn nehmen? Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Können wir was anderes aus dem Inventar benutzen? Was hältst du von einem Duell? Nee, sie geht nicht ran, obwohl wir jetzt die Säule da benutzt haben. Springen ist keine Lösung. Können wir nach unten gucken? Das ist das, was wir schon gesehen haben. Wie es aussieht, habe ich... benutze... Ich komme ihn lieber... Nein, okay. Benutze Inventar... Comic Heft mit Stiesel. Komm schon. Das war verkehrt. So, habe ich nicht richtig draufgeklickt. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf Captain... austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft, yep. Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comic-Heft lieber. Okay, was ist mit dem Lexikon? Trottel, der. Oh, sieh nur, hier ist ein Foto von dir, Stiesel. Was? Na warte. Hätte klappen können. Einmal das Holzbein. Tritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere. Okay, ein Kugelschreiber. Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Warte mal. Ich glaube, wir müssen etwas anders machen, als wir es bisher getan haben. Frage ist halt nur, was? Ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Ist gar nicht so einfach. Nein. Das klappt so nicht. Da hatte ich gerade überlegt, ob ich durch die Zelle denn rausgehe, aber es klappt ja gar nicht. Ladebildschirm. Gut, gehen wir wieder zum Flur.
Hier wieder um die Ecke. Da kommt er wieder. Ja, du mich auch. Okay, aber. Ja, kennen wir schon. So einen hätte. So, dann. Nein, du hast keinen Balkon, Edna, das hatten wir schon. So, auf zum Schacht. Zum Schacht, los, mach hinne! Meine Güte. So. Nein, da lang. Dann hier durch. Warten. Hier wieder zum Flur, ihn anlocken und dann gehen wir durch das Büro dann raus. Vielleicht klappt das. Ich weiß zwar nicht, ob das klappt, aber es könnte klappen. Warte gefälligst! So, durch da. Ein Ladebildschirm. Oder Hängebildschirm. Ich nenne es ab sofort nur noch Hängebildschirm, wenn ich dran denke. Auf zum Schacht. Was soll das? Okay, das wird so nicht klappen. Schade. Also es ist schon richtig, wenn wir ihn zum anderen Fenster locken. Okay, Houdini. Ich weiß, aber eins ist... Was habe ich denn jetzt noch nicht ausprobiert? Ich weiß ja auch nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich es ja ausprobieren. Wir haben noch nichts mit dem... Oh, warte. Wir haben ja hier noch den Ventilator. Den können wir hier ansehen. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Willst du ihn vielleicht mitnehmen? Nicht. Okay, dann nicht. Nein, er ist kaputt. Ja, schade. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Ja, super. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Das geht natürlich auch. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Na gut. Hätten wir es auch geklärt. Gehen wir wieder zurück zum Büro. Wir haben auf dem Dach jetzt noch nichts mit der Antenne gemacht, während er jetzt da am Dingens war. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt. Ich glaube ja nicht. Immer auf zum Flur, um die Ecke. Hey! Oh. Warte gefällig! Ja, du mich auch. Ab durch die Tür. Nicht durch die Ecke, aber durch die Tür. Und ab durchs Fenster. Na verdammt, ich war nicht schnell genug. Was? Wie willst du? So was Gemeines. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Ja, eins ist sicher. Ich bin auf ewig verloren. Na gut, und jetzt ist das Spiel abgestürzt, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist abgestürzt. Na gut, dann mache ich jetzt gleich auf eine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß bei euch, danke fürs Zuschauen und so weiter. Bis gleich oder nächste Folge.